Ja, wir sind jetzt hier schon so ein bisschen locker reingerutscht ins Gespräch. Hallo Specki, hey, wir stehen hier in Klaffenbach vorm Wasserschloss, wo zum wiederholten Male, kann man ja zum Glück sagen, in Extremo heute Abend spielen werden. Wie oft seid ihr schon in Klaffenbach gewesen? Also, ich bin seit 14 Jahren bei In Extremo. In Extremo gibt es jetzt 29 Jahre und ich würde sagen, vielleicht ohne mich haben die vielleicht zwei oder dreimal hier gespielt. Und in den letzten 14 Jahren, seitdem ich dabei bin, würde ich sagen, regelmäßiger Abstand von mindestens 2 Jahren, dann wären es 7. Ich würde sagen, heute ist das achte Mal mit mir. Also sind wir bestimmt 10 Mal. In Extremo in 30 Jahren oder 29 Jahren Bandgeschichte, würde ich sagen, 10 Shows auf jeden Fall. Ich weiß, man sagt das ja in jedem dann, dass das ja was ganz Besonderes ist, aber mal ganz ehrlich, Klaffenbach, ist das so ein spezieller Ort für euch dann auch? Ich meine, ihr spielt ja viel in Burgen und Schlössern, also sind sehr viele schöne Orte dabei. Also generell gesagt, die Burgen und Schlösser haben ja alle immer irgendwas ganz Besonderes. Allein der Charme, wenn du sagst, du vergleichst es mit einem Live-Club, wo ich sage jetzt mal, da ist die Backstage-Area mit riesen Graffitis und zugetaggt und so und die Toiletten sind, die Tür geht nicht zu und so. Dann gehst du hier rein, also ohne dass ich das schlimm finden würde, aber es ist halt der Style, das ist Club-Style, ja. Und das hier ist halt schon fast wie ein Museum und alle passen auch ein bisschen mehr auf und so, wird jetzt der Backstage-Raum nicht ganz so zerstört. Trümmert wie sonst, wie man es auch kennt aus der guten alten Rock'n'Roll-Bibel. Also hier passen erstmal alle auf und es ist natürlich einfach auch historische Orte, finde ich schon auch spannend zum Spielen, weil du erstens mal, du musst alles mitbringen, also Bühne und Technik und so, das hier steht ja sonst nichts. Ja. Und dann ist es ja so, wir sind ja glaube ich in unserem 18. Jahr der Burgentour. Also wir machen das schon seit 18 Jahren. Inzwischen gibt es ja ganz viele Nachahmer und auch schlechte Kopien. Da finde ich dann immer ganz lustig, dass die dann alle sagen, ja, dann machen wir das jetzt auch und dann funktionieren die Veranstaltungen eben nicht so gut, nicht weil ich es ihnen wünsche, sondern weil ich mir einfach denke, ja klar, so einfach geht das eben nicht hier auf dem Burganger eine tolle Veranstaltung hinzukriegen, weil hier kann auch kein Truck drauf fahren. Ja, also die Burgtore sind halt so groß, da kann kein 40-Tonner durchfahren. Der steht draußen vorm Gelände. Hier ist es ja noch einfach, weil hier, wir sind ja fast ebenerdig, aber wir spielen auf Burgen, die sind ja auch dann auf Bergen oben zum Beispiel, wie zum Beispiel die Hohentwiel, also Schlossruine Hohentwiel am Bodensee bei Singen oder in Singen. Das ist ein richtiger Berg. Das ist ja auch schon fast in den Alpen, der Bodensee. Also das ist jetzt nicht so, da fährst du mit dem Auto 15 Minuten hoch. Und wenn du sagst, du hast hier 3 Sattelschlepper, die da hochgeschattelt werden müssen in Sprintern, dann brauchst du halt auch mal 80 Mann Crew, die das alles hin und her wuppen. Und das haben dann viele andere nicht auf dem Schirm. Und da sind wir aber natürlich in unserem 18. Jahr natürlich schon sehr erfahren und auch Profis und kriegen das immer gut hin. Und jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage. Klaffenbach ist was Besonderes, weil die Region ist für uns einfach natürlich eine Art Heimspielsache schon fast. So ganz grob gesehen. Wir haben ein paar Leute aus Thüringen auch mit dabei und so. Ich bin jetzt hier in Sachsen, ich weiß. Aber Klaffenbach ist auch deswegen geil, weil es so ein geschlossener Raum ist. Es ist halt einfach irgendwann ausverkauft. Mal früher, mal später. Aber dann ist es halt auch einfach ausverkauft. Das ist wie so ein Boxring, in dem man praktisch dann reinsteigt mit dem Publikum. Und dann wird sich hier 2,5 Stunden geprügelt, dann ist gut. Und das ist natürlich geil. In der Tat, ihr seid ja in Sachsen, also warst du noch nicht dabei, aber die Band hat ja nun in Sachsen so ein bisschen fast... Oh, Entschuldigung. Die hat in Sachsen so ein bisschen mit angefangen, also ich kann mich erinnern, in Plauen und so und dann in den Clubs im Vogtland ging das los, wo, da ist In Extremo schon aufgetreten vor ausverkauften Hütten, wo ja in der restlichen Republik noch weniger bekannt wird und du hast ja auch eine enge Verbindung zu Sachsen. Fühlst du das noch so ein bisschen? Also wir sprechen von Letzte Instanz, wo du lange getrommelt hast und dann ja immer nach Dresden gependelt bist als Bayer. Richtig, genau. Also ich fühle das total. Ich bin ja einer von den wenigen... Also ich will jetzt keine Ost-West-Sache aufmachen, weil mir das total scheißegal ist, war es mir auch immer. Aber ich komme eben aus den gebrauchten Bundesländern. Das habe ich auch noch nicht gehört. Nicht aus den neuen Bundesländern, sondern ich bin ein klassischer Typ aus den gebrauchten Bundesländern. Und ich bin immer total gerne nach Dresden gefahren, weil die Band war geil. Letzte Instanz, wir hatten da auch einen ganz tollen Zusammenhalt und eine geile Crew und war eine eingeschworene Truppe. Und das war eine Band, die praktisch ursprünglich aus Dresden war, aber die bestand aus Sachsen oder aus Bayern. Es gab ja 3 Bayern, also 2 Leute aus Franken und ich als Oberbayer aus der Nähe von München. Von der wunderbaren Band Noom haben sie die eingekauft damals, den Olli, ne, den Gitarrist. Und der Bassist war, genau, der hat Drums gespielt bei Noom, eine geniale Hofer Band damals. Und die sind auf... Drums gespielt. Echt?
Aber jedenfalls waren die aus Hof und haben hervorragende Musik gemacht. Ja, das war da klar. Und das Lustige bei der Instanz war eben, dass immer wenn wir irgendwo hingefahren sind, da haben halt vier von der Band Sächsisch gesprochen und drei davon Bayerisch. Und wenn wir in Bremen waren, die weder was mit Sachsen oder mit Bayern zu tun haben, die haben uns angeglotzt wie Außerirdische. Ich dachte, was ist denn das für eine Truppe irgendwie? Wie reden denn die? Und das war also immer sehr lustig, wenn die letzte Instanz dann irgendwie unterwegs war. Aber natürlich habe ich eine lange Verbindung dazu, weil ich bin ja 2002 praktisch dann in den Osten gegangen. Ich habe zwar noch nicht in Dresden gewohnt, aber war natürlich viel, viel da und bin also jetzt schon seit 22 Jahren mit eigentlich Ostbands verbandelt und unterwegs. Und wie gesagt, mir ist es völlig wurscht, wo jemand herkommt oder wie jemand, welche Gesinnung er hat, welche Religion er hat. Das spielt absolut keine Rolle. Hauptsache, er ist gut und nicht schlecht. Das ist eigentlich der Unterschied, den ich mache. Wie ist denn das eigentlich? Ihr habt ein neues Album am Start, das soll nächste Woche kommen. Eigentlich sollte das, aber du hast jetzt schon gesagt, dass sich da was reingezogen hat, ein Faden. Ein Faden hat sich reingezogen, genau. Und zwar ein klassisches Problem, was es halt immer wieder gibt und was nicht vorhersehbar ist. Wir wollten am 6.9. releasen, jetzt werden wir eine Woche verschieben müssen auf den 13.9., was auch ein Freitag ist, also am Freitag den 13.9. Besser kann man sich's nicht merken. Das Problem ist ganz einfach, wie es auch bei anderen Künstlern oft ist, das Presswerk wird nicht fertig und die Ware kann nicht rechtzeitig bei euch im Briefkasten sein. Und wir haben ganz klar vorhin, also wir haben es gerade vorher entschieden, ihr seid übrigens die Ersten, die das erfahren. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt eigentlich auch damit rausgehen und das auch erzählen. Wir wollen einfach nicht, dass es so eine Lagerspaltung gibt. Die einen haben das Produkt dann schon, weil diese Edition eben, das Digipack, bla bla bla, das ist schon fertig und gibt's auch schon, wird ausgeliefert. Und die anderen Leute, die was anderes bestellt haben, meine Bassdrum, ich liebe es. Die anderen Leute, die ein anderes Produkt bestellt haben, müssen dann irgendwie 3-4 Tage länger warten. Das ist einfach nicht cool für die Leute, wenn es heißt, am 6.9. ist es erhältlich und dann ist es nicht erhältlich. Ja, deswegen habe ich gesagt, du, ganz klare Kante, wir schieben um eine Woche, dann ist alles auf den Punkt und dann geht's weiter. Fertig. Wir können aber trotzdem schon ein bisschen über das neue Album sprechen. Ich habe es schon gehört. Gut. Was als erstes auffällt, ist ja die enorme Anzahl von Feature-Gästen. Da habt ihr einen neuen Rekord aufgestellt. Wirklich? Fand ich schon. Ihr hattet sonst immer zwei dabei. Markus war mal dabei von HSB. Ja, wir haben drei Gäste haben wir schon öfter auch mal gehabt, meine ich. Also bei Kompass zur Sonne hat man, glaube ich, drei Gäste auch bei Quid Pro Quo, wo auch Heaven Shall Burn dabei war. Zwei. Amon Amarth hatte da auf dem letzten Album. Aber kurze Rede lang, diesmal sind es ja vier oder fünf. Was? Eine ganze Latte. Ich fass mal. Verrat doch mal die Feature-Gäste. Sie sind nämlich wirklich spektakulär, wie ich finde. Bevor ihr überhaupt denkt, was reden die da eigentlich? Ich sage mal kurz, um was geht. Also wir haben den Song Unser Lied, da ist dabei Björn Both von Santiano. Dann haben wir den Song Weg die Toten in einer neuen Version mit Henry von Raubein. Und die ist wirklich, ich kann nicht spoilern, die ist wirklich klasse. Ist gut, ja? Die ist echt geil. Die hat echt nochmal gewonnen. Und Henry ist natürlich auch ein Freund der Band und ein geiler Typ und so. Und wir hängen auch gern so ab. Kommt mir ab und zu auf mein Schiff besuchen. Auf 12 Bierchen und dann das ist ganz cool. Dann haben wir dabei Joachim Witt bei dem Song Das Wahnsinns fette Beute. Und wir haben Olli Satyr mit dabei von Faun, der nämlich bei dem Song Feine Seele die Nickel Harper spielt. Und der Song ist ab heute erhältlich. Heute kommt das Video um 18 Uhr. 18 Uhr Video, Weltpremiere. Okay. Und seit heute Morgen um 0 Uhr ist der Song bei den Streaming-Plattformen erhältlich. Hat sich das ergeben, so die, oder sagt ihr, wir brauchen jetzt eine Menge Feature-Gäste, oder passiert das während des Songs, dass man sagt, Mensch, auf dem Song könnte das passieren, oder baut ihr die sogar ins Songwriting mit ein, dass das so gemeinsam entsteht? Nein, also so wirklich eingebaut werden sie nicht. Du bist irgendwann an einem Punkt im Studio, wo du merkst, ey, es läuft ziemlich gut, wir haben einen schönen Song, vielleicht fehlt ihm was, oder du sagst, hey, das ist eh klar, manchmal schreibst du einen Song und merkst schon, dass da fehlt noch eine Stimme, da muss jemand noch ein zweiter Erzähler vielleicht sein oder sowas. Wie es jetzt zum Beispiel bei Joachim Witt war, der ist einfach der hat halt so ein bisschen was Opa-mäßiges, sage ich mal, im positiven Sinne. Also ist so ein bisschen der Beschützer und der Papi und der Pate. Der Rübezahl sozusagen. Der Rübezahl, genau. Da war es klar, dass zu dem Song Das Wahnsinns fette Beute, da seine Stimme sehr gut passt. Und der hat uns schon öfter jetzt auf Konzerten besucht und wir kommen immer gut klar und haben immer eine gute Zeit. Und dann haben wir ihn einfach gefragt, wie es denn wäre,
da sich damit zu verewigen. Das ist immer cool. Und dann, wenn so Sachen wie Heaven Shall Burn, das war ja damals der Flaschenteufel, glaube ich, den man. Ja. Das ist ein super cooler Song und da hat man einfach am Riffing und an der Musik schon gehört, ey, das wird einfach eine harte Metal-Nummer. Also wen ruft man an, seine Metal-Kumpels, und das sind halt mal die Herren von, oder unter anderem die Herren von Heaven Shall Burn. Harte Metal-Nummer ist ein gutes Stichwort. Würdest du auch sagen, dass die Platte relativ straff geworden ist? Die knallt ganz schön rein. Also ich gebe ja zu, in Extremo, so eine Band, man hat schon so viele Platten im Schrank und ihr hattet sehr innovative Phasen und jetzt, die letzten Platten waren qualitativ sehr hochwertig, aber das ist so ein, die nächste in Extremo ist halt da, ne, und gewohnte Qualität, aber die fand ich jetzt wieder, man hat erstmal so gedacht, ups, was ist denn das? Also die ist ganz schön krachig. Also schön zu hören, vielen Dank. Ich finde auch, dass es krachig ist. Aus mehreren Gründen eigentlich. Also es ist für uns schwierig oder auch manchmal ein bisschen langweilig, nicht falsch verstehen bitte, wenn du immer sagst, ich fisch immer im gleichen Teich. Natürlich haben wir unseren Brand, wir haben unsere Instrumentierung, wir haben unsere Besetzung und wir haben irgendwie unseren Weg ja gefunden. Den haben wir als Pioniere damals praktisch. Das darf ich immer sagen, da war ich noch nicht in der Band, aber da die Band, in die ich geraten bin. Es stimmt ja einfach. Ja, die Band, in die ich geraten bin, sind wir halt mal die Ersten gewesen, die es gemacht haben. Und deswegen darf ich das auch immer sagen und dann trotzdem auch stolz auf meine Freunde und Kollegen sein. Das Tolle ist, dass wir aber trotzdem nicht sagen, wir haben nur dieses eine Ding und wir dürfen da nicht raus und das ist nicht erlaubt, bei uns ist alles erlaubt. Und wir wollen uns gar nicht großartig verbiegen, aber wir wissen, dass wir einen gewissen Platz haben, in dem wir uns bewegen können. Und wir haben jetzt auch einfach gesagt, wir wollen jetzt einfach mal wieder ein bisschen härter, ein bisschen mehr Kante, ein bisschen derber und ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Schockmoment. Ohne dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, ich erkenne in Extremo nicht mehr. Und das ist natürlich ein ganz schwerer Twist, sag ich mal, weil ich als Schlagzeuger höre die Musik ganz anders wie der Dudelsackspieler. Ja, ich nehme die anders wahr. Und da muss man sich im Studio einfach dann einigen. Und deswegen haben wir auch dieses Mal länger gebraucht als gedacht. Wir haben die Platte ja, eigentlich wollten wir schon letztes Jahr rausbringen. Wir haben gesagt, nee, die ist aber noch nicht fertig. Wir sind noch nicht so weit. Und sind nochmal ins Studio, haben nochmal ein paar Runden gedreht, waren nochmal 50 Tage da und haben weitergearbeitet. Und irgendwann haben wir gemerkt, so, und jetzt wird's. Und dann haben wir uns irgendwann tief in die Augen geguckt und haben gesagt, fertig, fertig, fertig. Alle haben gesagt, fertig, Hand drauf, abgehakt. Und jetzt kommt sie eben. Am 13.09. Welche Rolle hat gespielt, dass er diesmal zu sechst wart? Das ist ja, muss man jetzt vielleicht nicht mal komplett auswälzen, die tragische Sache mit Boris, ja. Aber ich finde, das hört man, dass das schon auch in Teilen eine bisschen andere Band ist. Also es fehlt so ein bisschen das, ich sag mal, das flötig Verspielte. Scheiße. fehlen ist das falsche Wort. Ich sag ja schön oder scheiße. Nee, fehlen ist ein bisschen das falsche Wort, aber ich finde, es ist, ihr habt es gut ausgeglichen, ihr habt viel mit so, auch mit Effekten, mit Elektronik so ein bisschen rangearbeitet und ich finde, es kommt streckenweise ein bisschen mehr auf den Punkt. Danke. Das klingt schon besser. Also, wenn dir jemand sagt, es fehlt das Flötige, dann denke ich mir immer, was? Mir ist es viel zu flötig. Es sind viele Flöten dabei, also das ist. Na klar, das ist in Extremo. Dudelsäcke, Harfe, Nickelharper, Schalmein, Drumscheid, die ganze Mittelalter-Irrsinn, ja, den wir da mitschleppen, der ist ja auch ganz wichtig, weil das ist der Brand von der Band. Ich würde niemals sagen, wir machen das nicht mehr. Überhaupt nicht, finde es ja auch total geil. Nur ich bin immer auch ein bisschen stolz darauf, wenn man sagt, man schafft mit so einer Band, was ich vorhin eben schon erklären wollte, die eigentlich so einen Brand hat und für irgendwas steht, trotzdem nochmal irgendwie so einen neuen Sound zu kreieren. Und man sagt, ich erkenne die, aber die haben es geschafft, irgendwie sich ein bisschen weiterzuentwickeln und ein bisschen was zu machen. Und auf Boris hinzukommen ist, wir sind eine 6-Mann-Band jetzt, wir waren vorher zu 7, ein Mitglied ist verstorben. Wir haben überlegt, ob wir wieder einen 7er draus machen wollen und haben eigentlich gesagt, nö. Weil das war, die Zeit mit Boris war, bis er verstorben ist, die Band in Extremo. Und da kann ich jetzt nicht einmal sagen, da holen wir halt einen neuen rein und dann geht's da weiter. Irgendwie finde ich eigentlich gar nicht so konsequent, das zu tun. Ich finde, den Weg, den wir gemacht haben, ist viel straighter. Und wenn der Nächste vielleicht irgendwann mal nicht mehr mitmachen kann oder vielleicht auch verstirbt, dann muss man dann wieder neu überlegen, wie man weitermacht und was passiert. Aber der Input hat ja dann auch gefehlt. Also ihr habt ja dann auch mit anderem Ausgangsmaterial sozusagen anfangen müssen.
Nö, weil wir fangen immer gleich an. Es geht los mit dem Gitarrenriff und mit dem Drumgroove und mit dem Bass. Also die Rhythmusgruppe, Kai, Basti und ich, wir machen erstmal ein Fundament. Und dann kommt das ganze Flötige, wie du so schön sagst, kommt dann oben drauf. Das ist dann wie so ein bisschen das Sahnehäubchen. Aber letzten Endes ist In Extremo eine Rockband, die eben mit mittelalterlichen Instrumenten weiter agiert. Es war nie so, dass man sagt, wir sind eine Dudelsackband und jetzt spielen wir da unten ein hartes Schlagzeug drunter. Das, so rum geht's auch nicht. Weil du brauchst immer erst, bevor du ein Haus bauen kannst, brauchst du erstmal einen Keller. Ich kann nicht erst das Dach bauen und sagen, den Rest baue ich irgendwie unten rein. Du brauchst erstmal einen Keller und dann brauchst du ein Stockwerk nach dem anderen und dann kommt das Dach oben drauf. Ist das dann der Trick? Weil ich finde tatsächlich, dass ganz viele Mittelalterbands klingen ja immer gleich. Ne? Die haben so ihren Bordunton und da wird dann da drum rumgefädelt. Und In Extremo hat es ja immer geschafft, aus diesem Mittelalter-Flair, wie du schon sagst, immer wieder was Neues zu machen und eben nicht so diese üblichen Pfade zu beschreiten und das immer wieder neu zu denken. Und trotzdem klingt es sofort noch In Extremo. Also das muss man ja auch sagen, man macht das Album an, es dauert Sekunden und man weiß, wo man ist. Ne? Ja, das ist uns auch wichtig, ehrlich gesagt. Weil wir haben diesen Brand und den musst du ja auch erstmal schaffen hinzukriegen, dass man eben nach 10 Sekunden hört, ah, das muss doch In Extremo sein. Hörst du ja auch bei Slayer, hörst du aber auch vielleicht bei Bach oder so. Das ist Bach und das eine ist Mozart. Die wirst du nie verwechselt. Ne? Das ist praktisch gar nicht möglich. Weil es so, die machen zwar klassische Musik oder die haben klassische Musik komponiert, aber die Musik ist sowas von anders. Das kannst du gar nicht verwechseln. So. Ich finde es total toll, wenn du sagst, du spielst 30 Jahre eine Spatenmusik, annähernd 30 Jahre, wir werden nächstes Jahr 30, du spielst eine Spatenmusik, die so viele Leute erreicht, dass du so Burgentouren und sowas dann über Jahre machst und die Nachfrage wird immer mehr und die Leute sagen nicht, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, jetzt kommen die wieder mit ihren Dudelsäcken. Natürlich gibt es sie auch, aber polarisieren ist eigentlich eine gute Sache heutzutage. Aber es kommen neue nach. Also manche wenden sich ab und sagen, ich habe genug und andere kommen und sagen... Ey, du, das ist auch jedem selbst überlassen. Es muss ja keiner her, ja, sondern es ist einfach eine Freiwilligenveranstaltung. Ach, genau. Also ihr müsst nicht ins Wasserschloss Klaffenbach kommen heute Abend. Ihr dürft aber gerne. Ihr dürft gerne kommen, aber es gibt keine Karten mehr. Es ist ausverkauft. Nee, das Schöne ist eben, dass wir in der langen Zeit, in der wir jetzt zusammenspielen, uns weiterentwickelt haben und sind uns trotzdem treu geblieben und haben unsere Fans mitgenommen, aber unsere Fans haben uns auch dahin gepeitscht, das irgendwie durchziehen zu können und eigentlich ist das alles eine große Gemeinschaftsleistung. Könnt ihr heute Abend oder werdet ihr heute Abend überhaupt schon neue Stücke spielen? Natürlich. Aber nur die Singles, die schon draußen sind? Lass mir überlegen, ja. Wie schwer ist denn das? Also man hat ein neues Album, es ist heiß und es ist ja das neue Kind, die frische Ware, das will man doch mal ausprobieren, auch spielen. Und dann steht man hier, die Platte ist noch nicht raus und man will und darf nicht. Ja, wir dürften ja, wir könnten das ja machen. Aber wir sind natürlich clever, weil wir nämlich schlaue Böschchen sind und wollen es ja auch noch ein bisschen spannend halten bis zum 13. September. Weil ganz einfach, ertappe mich schon oftmals auf der Bühne, wenn wir spielen, dass ich mir auch das Publikum angucke. Also durch die Scheinwerfer sieht man nicht so wahnsinnig weit, aber man sieht so die ersten paar Reihen so ein bisschen. Und dann sieht man schon die Reaktion, ob du jetzt zum Beispiel dann einen Song wie Spielmannsfluch spielst, den die Band seit 30 Jahren als ihren absoluten Antreiber, Peitschen, Hieb, Hit irgendwie da über sämtliche Burgen hat erschallen lassen. Oder ob du sagst, du spielst einen Song, den die Leute zum ersten Mal hören. Natürlich sind die sehr interessiert und die Augen sind relativ groß, aber natürlich auch muss man sich erstmal reindenken und reinhören und so weiter. Ich denke, dass In Extremo in erster Linie eine Entertainment-Band ist, die an so einem Abend, und es wird ein gigantischer Abend, man sieht gerade da hinten, die Pyrotechnik wird gerade getestet und so, also wir fahren da auch ganz schön auf. Es ist eine Show und eine Show darf natürlich auch einen geistigen Anspruch abverlangen, aber ich weiß, dass viele Leute auf den Spielmannsfluch warten zum Beispiel, ja. Und dann willst du denen auch geben. Wenn du jetzt zu viele neue Songs spielst, dann wird das Album uninteressant. Noch dazu werden die Leute ihr Handy rausziehen und schon mal den ganzen Song mitfilmen. Und der steht dann schon bei YouTube in einer ganz schlechten Scheißqualität. Wir wollen ja, wenn das Album kommt, dass die Leute die einlegen, die Platte sagen, ah, das ist In Extremo, aber es ist richtig gut. Also in dieser Falle seid ihr schon so ein bisschen drin, dass ihr mittlerweile auch so viel Material habt, ja, wo jeder so seine Faves hat. Und ihr müsstet wahrscheinlich 2 Stunden alte Hits spielen, damit alle Leute auch wirklich befriedigt sind. Das Problem ist jetzt unser 13. Studioalbum, was kommt. Und auf jedem... Am 13. übrigens. Am 13.9. kommt unser 13. Studioalbum, ganz genau. Das ist doch Absicht, komm. Nee, ist eben nicht Absicht. Wir wollten ja am 6.9.
aber wir können nicht. So, wir haben auf jeder Platte mindestens 12 Songs. Also wir haben ein Repertoire von, sagen wir mal, ganz grob 150 Songs, oder? So, ganz, ganz grob. Könnte hinkommen, ja. So, jetzt weißt du aber, 2-Stunden-Programm sind ungefähr 20 bis 22, vielleicht 23 Songs. Ja? Wie willst du aus 150 Songs irgendwie alles rausfiltern, was jeder auf dem Platz irgendwie geil findet? Also das geht einfach nicht. Es ist immer ein Querschnitt. Und natürlich hast du deine absoluten All-Time-Favorites wie den Spielmannsfluch oder wie Pixie-Palve und wie Ivis Lollop, mit der die Band irgendwie diesen Stil erfunden hat damals, 1995. Na klar spielst du die, aber AC/DC wird auch immer ein Back in Black spielen und Metallica wird auch immer einen Seek and Destroy spielen und Ella Fitzgerald singt auch immer ihren Jazz-Hit, ja, obwohl die ganz viele andere Sachen auch macht, aber der Hit, der wird gespielt. So. Was ist dein Lieblingsalbum von In Extremo? Quid Pro Quo. Echt? Ja, finde ich unser bestes Album bisher. Also, Wolkenschieber ist auch ganz toll. Ist aber anders und ich finde den rundesten Punkt und auch mit dem Artwork drumherum, ist dieses Cover, wo Micha P. Das mit dem Haut. Ja, das Artwork ist wirklich, das ist wirklich super. Das Album sein. Ohne dass ich Pi einen in die Fresse hauen will, gar nicht. Ja, das merkst du da manchmal so eine Diskrepanz zu Fans, weil bei einer Band wie In Extremo, das geht aber ja ganz vielen Bands so, ist natürlich, hat die Frühphase, wo das alles so aufgeblüht ist, dann immer eine bisschen andere Bedeutung. Ja. Na, das, also gerade Mein rasend Herz ist halt so ein legendäres Album, womit auch diese ganze, euer ganzes Genre eigentlich aufgeblüht ist und ganz viele Fans, das ist halt euer Master of Puppets so ein bisschen. Und merkt man das, dass man da doch einen anderen Bezug zur eigenen Musik hat und da draußen Leute sind, die das irgendwie so ganz anders sehen als ihr? Auf jeden Fall. Aber das ist ja das Schöne in der Musik, dass es ja irgendwie in dem Zeitgeist dann trotzdem einmal zeitlos ist. Also ein Master of Puppets von Metallica wäre nie Master of Puppets geworden, wenn es das Black Album 10 Jahre später nicht gegeben hätte, so ungefähr. Also noch mehr als 10 Jahre. Es war, glaube ich, 86 war Master of Puppets, 91 kam das schwarze Album. Master of Puppets wäre nie der Kultstatus, wenn es das den Anschluss von der History nicht gegeben hätte. So, und so ist es bei uns mit Rasend Herz. Natürlich ist es unser ein sehr kultiges Album, aber das wäre nicht so kultig, wenn nicht die anderen hinterhergekommen wären. Also das heißt, das vergessen die Leute, glaube ich, immer. Ne? Das vergessen die Leute und man darf sich da nicht sperren. Man muss eigentlich musst du global das große Ganze sehen. Eine Band, die seit 29 Jahren eine Spatenmusik macht, die meistens auf Platz 1 in den Charts geht, die Hallen und die Burgplätze ausverkauft. Das war jetzt eine Aufforderung für den 13. Ja, das ist immer eine Aufforderung. Deswegen stimmen wir hier, wollen ja Werbung für die Platte machen, die am 13.9. kommt. Wolkenschieber. Hast du das schon erwähnt, das Datum? Ich habe den 13.9. habe ich schon erwähnt, oder? Der Titel, wir haben überhaupt noch nicht über den Titel gesprochen. Wolkenschieber, das ist ein Schnaps. Das ist unser Schnaps. Ich bin ja entsetzt. Trinkst du keinen Schnaps? Nee, aber. Trinkst du Alkohol? Nee. Aus welchen Gründen trinkst du keinen Alkohol? Kein Bock, oder? Kein Bock, ja. Okay. Kürzen wir es ab, kein Bock. Ja, das ist ja gut. Aber das ist, worauf ich eigentlich hinaus will, das ist ja trotzdem relativ mutig in einer Zeit, wo ja auch wirklich viel auf Achtsamkeit Wert gelegt wird. Ist das ja, früher wäre das, glaube ich, nicht so ein Thema gewesen, aber ist ja fast ein Statement, das zu sagen, hey Leute, gönnt euch. Na klar, aber ich verstehe jetzt nicht, was an dem Schnaps verwerflich sein soll. So ein sauberes Naturprodukt, oder? Das wird aus Kräutern destilliert. Wie seid ihr drauf gekommen? Nee, da muss ich jetzt nachfragen, weil du sagst, auf Achtsamkeit, weil es eine Alkoholverherrlichung. Ja, wir verherrlichen Alkohol sehr, sehr gern und sehr, sehr gut und das eigentlich tagtäglich, nicht nur in unseren Songs, sondern auch am Tisch. Also privat kommen wir da nicht zusammen, ja, aber erzähl mal die Geschichte vom Wolkenschieber. Ja, die kann ich dir gerne erzählen. Also, wir wollen überhaupt nicht zum Komasaufen animieren, aber ich sehe Alkohol als absolutes Genussmittel. Natürlich hat Alkohol eine Wirkung, ganz klar. Die kann man gut oder schlecht finden. In meisten Fällen geht es auch mal nach hinten los oder in vielen Fällen. Aber letzten Endes ist es ein Genussmittel. So, und das hat sich nämlich schon ein Apotheker 1874 oder sowas in Kreuzberg gedacht. Der hat nämlich in seiner Apotheke, das waren die Zeiten, wo Apotheker alles Mögliche wirklich in Drogerien und so weiter, also echt hergestellt haben. Die hatten Drogenorgeln, waren die ganzen kleinen Fläschchen drin, die haben da gemixt und so weiter. Und der Apotheker hat ein Allzweckmedikament eigentlich entworfen, den Wolkenschieber. Den hat er aber Wolkenschieber genannt, weil er wusste, das Zeug knallt auch und schiebt die Wolken weg und macht ein bisschen Spaß. Zu Zeiten, wo in Berlin-Kreuzberg einfach die Armut sehr, sehr hoch im Ranking war. Also es war eine ganz schlimme Zeiten.
Und der wollte praktisch auch den Leuten einfach ein bisschen gutes Gefühl geben durch sein Gebäude und hatte eben dann da schon diese Marketingstrategie. Man hat damals auch nicht Marketing gesagt, aber letzten Endes war es einfach ein gutes Argument, das Zeug auch zu verkaufen, indem man das Wolkenschieber nennt. Und eben die erste Strophe von Wolkenschieber ist der Original-Marketingtext von dem Apotheker. Da muss man, also wie gesagt, das Spaß, ne? Man muss sagen, das ist natürlich wirklich keine Alkoholverherrlichung, das Lied, sondern es ist ein sehr, Doch, also ist es. ich, Pass auf, ist es. Weil das ist ja genussvoll, also trink ich. ein Glas vom Wolkenschieber, der vertreibt Kummer und Sorgen und so weiter. Das ist verherrlichend für etwas, was eben durch die Wirkung dir ein gutes Gefühl gibt. Das ist ein ganz klarer Drogentext. Absolut. Aber es ist ein Genussstück. Also wie gesagt, ich als Nicht-Trinker und Anti-Alkoholiker kann mit dem Lied gut leben, weil man kann es auch sehr metaphorisch begreifen, weil es eben in den Genuss feiert. Richtig. Und es feiert aber auch eben, wie gesagt, die History von dem Typen, den ich einfach genial finde, mit seiner Apotheke in Berlin-Kreuzberg, wo er einfach Vorreiter war. In Form von eben Marketingstrategien. Und wie verkaufe ich denn am besten ein Medikament, was ich aber gar nicht als Medikament einsetzen muss, sondern auch einfach, um nur in die Wolken wegzuschieben. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir daraufhin, ein Freund von mir ist der Geschäftsführer von Mampe, der ältesten Distillerie in Berlin. Den habe ich angerufen und gesagt, du Tom, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir wollen den Wolkenschieber wieder kreieren und aufleben lassen. Und dann haben wir eben mit der Band in sehr vielen Tasting-Phasen diesen Wolkenschieber nachgebaut, nach unserem Gusto. Also auch nach 2024. Jetzt gibt es den Wolkenschieber in neu von der Reisegruppe in Extremo aus Berlin. Am 13.06. kann man das dann alles kriegen. Specki, ich habe recht, vielen Dank. Du musst Euch. sicherlich auch zurück zur Probe, Ja. zum Soundcheck. Soundcheck. Heute Abend in Klaffenbach im Wasserschloss in Extremo. Mal wieder, aber wunderbar, dass ihr Ja. wieder da seid. Und ja, wir freuen uns aufs Album, das dann am. Wann kommt das nochmal raus? Ich sag's jetzt nicht mehr. Ihr habt's mitgekriegt. Ja, Vielen Wolkenschieber Dank. in Extremo. Hab recht, vielen Dank Dankeschön, fürs danke Interview schön. und viel Danke Spaß heute euch. Abend. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ich lerne die Kamera grinsen als Also. Geld.